dass das bisherige Erinnerungsbewahrungssystem der Diakonien immer noch viel zu unausgereift ist und viel zu fragil und die Zeiten nicht überdauern wird können, vor allem nicht, wenn alle Ontogenesen verschwunden sein werden oder wieder mal eine Hochzivilisation abgelöst wird in der Erinnerung, die nächsten Hochzivilisationen davon nichts wissen wollen, um ihre eigenen Pfründe abzusichern. Das zeigen bereits viele Beispiele, zum Beispiel, dass die entscheidenden Denker, beispielsweise Nietzsche, erst lange nach ihrem Tode jenen Erkenntnisruhm erntenden, von denen sie zu Lebzeiten nichts hatten. Schopenhauer war eine der wenigen Ausnahmen, der zu Ende noch ein bisschen Anerkennung fand. Lacan ebenfalls. Man kann die 200 Schiffchen, von denen Lacan spricht, des Aristoteles, der noch nach 2000 Jahren beachtet wird, als wenige Ausnahmen sehen. Man kann das Beispiel der Antigone oder des Priamos, Antigone, die die Diversifizierungslinien ihres Bruders im Gesetz der anderen Ordnung der Natur hochhielt und vor allem auch das Recht, das unveränderliche Recht, nicht nur der Meinungsfreiheit des Gedankens, sondern vor allem das Recht der Körper, dass mit ihrem Tode alle Schuld getilgt sei und sie der Ehre anteilig werden, nicht im Schattenreich umherzuirren, sondern egal, was sie angestellt haben, ob sie dem Gesetz konform waren oder nicht, das Recht hatten, jenseits aller Lebendigen bestattet zu werden in Ehren, genauso wie das Priamos im Beispiel der Ilias mit bemerkenswerter Ehrwort-Erweisungsethik vollzieht. Der beeindruckendste Moment in der ganzen Ilias, dass sich ein Vater niederwirft vor dem Mörder seiner Söhne, um wenigstens die Ehre des Toten zu wahren. Es gibt andere Beispiele in der Geschichte, wo sich Väter noch mit dem neinsagenden Ethos des Wortprinzips, des Wortehrvertrags vor die Tyrannen niederwarfen, um wenigstens den letzten ihrer Söhne zu retten und so weiter. Als anderes Beispiel, oder das Beispiel des Achilles, der sich in die Diakonien einschrieb, aber so wie Christa Wolf in ihrem Buch schreibt, Achilles das Vieh, das hingegen zum poetischen Hektor diesen um die Mauern schleift, aber am Ende doch anerkennt, dass die Ehre des Toten eingedenks zu Patroklos, dem Priamos, zugestanden werden will und er somit eine letzte Wendung von der Viechigkeit, von dem Zorn, der die Ursache der ganzen Ilias war, die beginnt mit den Worten Menin, Aeide, Thea, Pelepiadio, Achilleos. Singe, o Göttin, von dem Zorn des Pelepiaden Achilles, der also dem Streit zwischen
diesem eitlen Fatzke und Narzisst Agamemnon als der Urgestalt des Alkibiades, des narzisstischen Despoten und Urpaschas mit dem kriegerischen Jungspund, dem unverletzlichen. Jetzt haben wir den Faden verloren, spielt keine Rolle, aber die Diachronien all dieser Heldenhaftigkeiten auf verschiedene Weisen, die sich fortschreiben in der Geschichte, entweder der Erkenntnis der Wissenschaften oder des Mythos. Diese Diachronienkette ist immer noch sehr, sehr fragil. Und ich frage mich immer, wie nach den letzten Untergang dieser Hochzivilisationen, was davon bleiben würde, was davon entziffert werden könnte, was ich davon weiterschriebe, verglichen mit dem wenigen, was wir wissen, was die letzte Hochzivilisationskultur Schwämme, könnte man sagen, die sicherlich nicht 4, 5, 6.000 Jahre BC zu lokalisieren ist, denn das ist nur ein Übergangszeitraum der Renovationen dieser Megalithbauten, sondern sicherlich 20, 30, 40.000 Jahre zurückliegt, was sich davon in den Diachroninen erhalten hat, praktisch nichts, außer die grob behauernden Klötze, die ein deutliches Zeichen davon ablegen, was der Wunsch derer gewesen ist als Botschaft nach all den Tsunamis, Feuersbrünsten, Erdbeben, zu übermitteln durch die Aufhäufung dieser Steinhaufen, dieser unzerstörbaren, nämlich auch den Wunsch gehabt zu haben, von ihrem unstillbaren Wunsch nach Ewigkeitspersistenz an Botschaft, als Botschaft für die Nachfolgenden. Seht, auch wir waren welche, die den Hunger hatten, das unlösbare Rätsel der Unerlösbarkeiten, des immer wieder vergehen müssenden, aber nicht akzeptablen, absurden, unmöglichen ersehnt zu haben. Und deshalb schicken wir euch diese Botschaft der Unzerstörbarkeiten, damit ihr wisset, auch wir seien welche, die es nicht besser gewusst haben. Nicht besser gewusst haben, dasjenige, was man wissen hätte können, aber was auch wir nicht wussten, dass wir es nicht mehr wussten, dass wir es nicht mehr mal ahnten, es nicht mehr zu wissen.